Schön. Das Phantom am Fenster. Vermutlich zählt das als eines der 6 rätselhaften Geschehnisse. Ja, das denke ich auch, Ernest. Sehr gut, dann hätten wir gleich noch eins abgehakt. Juhu. Einmal rüber? In die andere Straße, von der ich immer noch nicht weiß, warum wir da extra rüber müssen? Hören wir uns hier um, ob jemand etwas über diese 6 Schrecken von Tia Source weiß. Ja? Es scheint, als wären sie hier in der direkten Nachbarschaft fast schon berühmt. Das mag sein, aber ich bezweifle, dass wir so spät noch viele Leute auf der Straße treffen werden. Mhm. Naja, sie hier, aber die hat... Hat die? Die hat keins. Oje, Mini. Da seid ihr. Ich hatte mir solche Sorgen um euch gemacht, wisst ihr? Ich vermute, dass sie wissen von den seltsamen Geschehnissen auf den Tieranwesen. Oh ja. Ja, davon weiß ich. Ich beschäftige mich sogar selbst damit. Ich wollte vorhin nur nichts sagen, weil ich euch natürlich keine Angst machen wollte. Aber die Leute sagen, dass es in diesem Haus spukt. Dass seit ein paar Jahren ein Fluch auf ihm liegt. Sie klingt jetzt mehr wie Emiliana. Und nicht mehr so süß. So. Ja, ich versuche es ja. Das klingt, als ob das alles eine relativ neue Entwicklung wäre. Nun, all die Gerüchte begannen nach dem Tod von Mr. Tear. Ich hörte davon zum ersten Mal von einer Freundin, die hatte es wiederum von einer anderen Freundin gehört. Die Freundin einer Freundin? Keine sehr belastbare Quelle. Aber sprechen Sie weiter. Nun, sie wurde anscheinend von Miss Tier eingeladen. Tief in der Nacht war es. Dann führte man sie in einen Salon, wo sie auf Miss Tier wartete, als eine Marionette, die dort ausgestellt war, plötzlich anfing, sich von allein zu bewegen. Niemand berührte sie oder hielt sie oder so etwas. Sie fing einfach an, sich zu bewegen. Und dann, als die arme Frau schon dachte, es wäre vorbei, öffnete das verfluchte Ding plötzlich die Augen und begann hämisch zu lachen. Hämisches Lachen, ist das zu glauben? Oh nein, oh, daran will ich gar nicht denken. Das glaube ich dir sofort. Nun, die Freundin meiner Freundin stand natürlich völlig neben sich. Sie hatte sich nicht einmal verabschiedet, sondern gleich die Flucht ergriffen. Sie ist einfach aus dem Haus geflüchtet. Oh, eine gruselige Geschichte, nicht wahr? Das ist einer von den sogenannten 6 Schrecken vom Tierhaus, wisst ihr? Die manische Marionette heißt er. Sie waren uns eine große Hilfe. Vielen Dank. Grässlich, aber hilfreich. Naja. Sie sind grässlich, aber hilfreich. Naja, ich tratsche nicht gerne. Aber wenn es hilft, bitte passt auf euch auf, wenn ihr diesen Ort wieder besucht. Mich schaudert, wenn ich daran denke, was dort geschieht. Die manische Marionette also. Damit hätten wir eine weitere Geschichte im Kasten. Die scheinen hier so richtig urbane Legenden zu sein. Machen wir weiter und schauen wir, ob wir auch etwas über die anderen herausfinden können. Um diese Uhrzeit gibt es nicht viele Leute, die man fragen kann, oder? Ja, es war sehr anders, als wir vorhin tagsüber hier waren. Da waren doch eine Menge Leute unterwegs, oder nicht? Ach ja, das war, als wir das Anwesen von Frau Doppelfund besucht haben, oder? Das ist gar nicht weit von hier, wenn ich mich nicht irre. Wie vorhin? Das muss doch Tage her sein, man kriegt ja nicht aber mal... Wir haben ja Fall 5. Ach so. Ja, aber so schnell, dass die gleich am selben Tag einen neuen Fall kriegen? Ja. Stimmt genau, Mist. Es hat ja direkt danach das Telefon geklingelt. Mhm. Ach so. Ich frage mich, wie es wohl Rex geht. Rex? Ja, ist Rex. Oh, Entschuldigung, Emiliana. Rex ist Frau von Doppelpfunds Leguan. Ein Leguan? Was für ein schräges Haustier. Aber sie hat ja auf einmal völlig... Sie kann doch nicht so schnell Leguan-Spielzeug haben und es kommen neue Fälle rein. Natürlich, sie ist Frau Doppelfund. Das heißt, sie ist schnell wie der Blitz und kann die Zeit zurückdrehen und... Nein, Geld!
Geld! Achso, während sie das Leguan-Spielzeug noch gekauft hat, hat sie gleich ihre Freunde angerufen und gesagt, ja. Ey, passt mal auf, hier. Sie hat Dienstmägde dafür. Sie sagt dann einfach, ich will neues Spielzeug. Ja, habt ihr Geld? Und dann ruft sie da an und... Und sagt, oh, das war so super, mein Rexy-Wexy geht's schon viel besser. Aber wir haben einen anderen Fall vorher gemacht. Das heißt, es muss mindestens ein Tag vergangen sein. Ja, weil es war ja schon Nacht. Weil wir nicht in chronologischer Reihenfolge waren. Müssen wir doch gar nicht, wenn das Spiel uns das so zur Verfügung stellt. Ich wollte es nach chronologischer Reihenfolge. Ja. Ja. Hat Sola nicht sogar erwähnt, dass Frau von Doppelfund mich ihr empfohlen hat? Ich glaube, da ist ein Besuch fällig. Wir müssen sofort los und uns dafür bedanken. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt für einen Anstandsbesuch, Catriel. Es ist mitten in der Nacht, sie schlafen wahrscheinlich. Hallo, hier sind wir! Das könnte ich sein. Na gut, dann eben ein Geschäftstermin. Wir müssen Ihnen ein paar Fragen stellen, wenn wir da sind. Sie könnte doch auch etwas über die 6 Schrecken von Thier Haus wissen. Ich schätze, das ergibt Sinn. Gut, dann ist das der Plan. Wir statten ihr auf der Stelle einen Besuch ab. Deswegen okay. Auf der anderen Seite. Mhm. Weil es diese Karte schon mal gab mit dem Anwesen von Frau Doppelpfund. Ja. Das ist das Haus von Frau Doppelpfund. Wirklich eine eindrucksvolle Villa. Frau von Doppelpfund. Ja. Du hast gesagt, von Frau Doppelpfund. Es ist auch scheiße schwer auszusprechen. Von Frau von Doppelpfund. Ja. Sollen wir denn nun reingehen? Noch nicht. Stellen wir erst noch den Leuten hier auf der Straße ein paar Fragen. Gute Idee. Vielleicht kann uns hier ja jemand etwas Nützliches über das Tieranwesen erzählen. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade so müde bin, aber... die Haushälterin. Nein, noch nicht. Schnurrbart der Hund? Erstmal gucken, ob wir... Schnurrbart der Hund! Erstmal gucken, ob wir was Neues finden. Mhm. Das ist ja immer ein Profil irgendwie. Aha, bla 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 bla. Also Münzen werden... In der Spitze von dem Baum links. Spitze vom Baum links? Warte mal, ich versuche hier noch. Da, Hinweismünze in diesem komischen... Gut. Spitze vom Baum, hier? Ja. Okay. Linke Lampe am Tor. Ja. Okay, das sind 3 Hinweismünzen. Das könnte es gewesen sein. Aber vielleicht ist ja noch irgendwo was zum Abstauben. Nö. Sieht nicht so aus. Seitentor, bla bla bla. Okay, ja, welchen von den... Von links nach rechts oder von rechts nach links? Von links nach rechts. Okay. Ach, schaut mal, ist das nicht Shirls Kumpel da drüben? Der Kleffer, den wir auf der Jagd nach Rex getroffen haben? Völlig richtig, Nadelstreifen. Scheint so, als ob das hier auch zu seinem Revier gehört. Nun, in diesem Fall sollte er auch Solas Haus kennen. Mhm. Geht los und frag ihn, Joe. Krieg mal raus, ob er von den 6 Schrecken von Tier Haus gehört hat. Na los, Junge, mach schon. Na gut, hört doch mal auf, so zu drängeln. Ich gehe ja schon und belle ein Hallo. Und dann lasse ich das unauffällig ins Gespräch einfließen. Ja, sicherlich. Hallo, Fellnase. Hätte nicht damit gerechnet, dich hier zu sehen. Ach, du bist es, Fellnase. Musst wohl immer noch als Schnüffler schuften, hm? Oh, so schlimm ist das nicht. Jedenfalls habe ich mich gefragt, kennst du das Teerhaus hier in der Nähe? Meinst du diesen richtig düster aussehenden Schuppen? Den kenne ich gut. Hast du mal was Seltsames da gesehen? Zum Beispiel ein Gespenst? Wow, woran lassen sie dich denn jetzt wieder ermitteln? Du tust mir echt leid, Fellnase. Wirklich, also Gespenster was? Tja, hast du schon die Geschichte vom klammen Keller gehört? Da ist nichts drin. Nein, die ist mir neu. Was ist das für eine Geschichte? Man sagt, das alte Haus hat einen kalten, feuchten Keller. Und manchmal erscheinen dort auch Gespenster. Ist das die Art von Gerücht, nach der du suchst, Fellnase? Jawohl, danke. Ich schulde dir ein Leckerli.
Shirl kann fliegen. Na. Also laut meinen Quellen auf der Straße, anscheinend gibt es eine Geschichte über den Keller des Teeranwesens. Der klamme Keller heißt sie wohl. Der klamme Keller? Das klingt nach einer weiteren der sechs Geschichten. Bist du auch müde geworden? Ein bisschen. Oh Mann. Shirl, du bist ein guter Junge. Und jetzt hast du mich angesteckt. Ja, holla, ein Geisterkeller. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Dort unten ist sicher etwas Gefährliches verborgen. Entschuldigung, was versuchen Sie von mir geheim zu halten? Ich kann Ihr Gemurmel hören, wissen Sie? Wir haben gerade von einem der weiteren sechs Schrecken vom Tierhaus erfahren. Anscheinend heißt er der kleine Keller. Wo haben Sie das gehört? Wer hat Ihnen davon erzählt? Ich fürchte, diese Information kann ich nicht mit Ihnen teilen, Emiliana. Betriebsgeheimnis. Na gut. Anscheinend haben Sie Privatdetektive Quellen, die für uns Gesetzeshüter nicht in Frage kommen. Wenn man so eine berühmte Detektivin ist, wie ich es bin, findet man immer ungewöhnliche Spuren. Also natürlich keine Hundespuren. Ich meine so richtige Ermittlungsspuren. Hundespuren? Was reden Sie denn da überhaupt, Catrio? Ach egal, versuchen wir doch einfach auch den Rest des über diesen Schrecken vom Tierhaus zu erfahren hier. Mhm. So, Snowbird hat ein Rätsel. Snowbird! Hehehe, die Nacht ist reif. Reif fürs Rätselraten. Stimmt doch, oder? Wenn das Rätsel interessant genug ist, löse ich es jederzeit gerne. Hehehe, ja, das dachte ich mir schon. Manchen Leuten liegen Rätsel im Blut. Und heute ist ihr Glücksabend. Stufenaufstieg! Klingt nach so Leveling oh in. Oh, echt jetzt? Na, mal gucken. Oh nee. Eine Gruppe aus Monstern ist aufgetaucht. Besiege alle Monster und erreiche mit allen drei Helden Stufe 5. Oh nee, echt jetzt. Sie brauchen eine unterschiedliche Anzahl an Erfahrungspunkten, um Stufen aufzusteigen. Blau braucht 5, Gelb braucht 10 und Rot braucht 15 Punkte. Schiebe die Helden auf die Gegner, um mit ihnen anzugreifen. Man kann eine Aktion auch abbrechen, indem man einen angegriffenen Feind berührt. Aha. Hä, was? Abbrechen, indem man einen angegriffenen Feind berührt. Okay. Lasse die Schlacht beginnen. Okay, Blau braucht 5, Gelb braucht 10 und Rot braucht 15. Und alle sollen Level 5 schaffen. So, jetzt wird's schwieriger. Ja, warte mal. Ich mach mal kurz. Achso, okay, ja, dann. Mist. Ja. Gucken. Ah, okay, ja, dann. Das ist jetzt irgendwie nicht schwer gewesen. Ich bin noch nicht so weit. Jetzt weiß ich, wie man das löst. Ach, wie gut, dass ich so viele RPGs gespielt habe. Das hat's mir voll erleichtert. Nein, jetzt ernsthaft, nein. Ich habe übrigens mit dem letzten angefangen, weil es mit dem am einfachsten ist, erstmal auf die Punktzahl zu kommen oder beziehungsweise rauszufinden, welche man erledigen muss.
Nee. Oh. Ja, eben, da ist ein Punkt. Also die müssen echt, die Punkte reichen ganz genau, ehrlich gesagt. Also, das habe ich am Anfang auch gehabt. Hm, das ist eine Idee. Jetzt muss man mal gucken, ob es mit den anderen beiden immer noch geht. Jetzt musst du ja nur bei einem 20 rauskriegen und bei dem anderen sind es dann eh 40. Geht das denn so? Mm-mm. Zu viele. Nee, jetzt kriegst du nicht mehr. Oder doch, jetzt könntest du noch 5 dazu kriegen. Bei dem letzten. Was? Schon? Oh. Moment, ich so, geh da mal. Ich löse noch das Rätsel. Ja, und dann. Ja. Ich hoffe, jetzt ist der Greenscreen natürlich nicht irgendwie komisch geworden. Nee, alles gut. Okay, nee, hat auch nicht funktioniert. Fünfundvierzig fehlen noch. Fünfzehn. Da brauche ich 40, also nehme ich mal den. 15 brauche ich dann noch. So. Jetzt habe ich das auch. Nein. Was? Oh, 20. Ja, doch nicht. Habe ich gerade gedacht schon. Hä? Nein. Ja. Nee, grün lieber nicht anmalen. Ich frage mich, ob man meine Augen sehen würde, weil ich habe grüne Augen. Ja, kann man schon sehen. Okay, ich versuche es nochmal. Ich versuche einfach mal in der 40 den hier zu killen. Mit dem 10. Damit zu nehmen. 25, 15, 45, fehlen mir noch 20. Dann. Okay. Dann habe ich das jetzt auch. Endlich mal. Und ich denke mal, ich kann schon mal für uns beide jetzt kurz speichern, weil wir müssen ja das warme Essen noch rechtzeitig essen. Na, fertig? Ah, ja. Okay. Wie hast du es denn gemacht? Vielleicht gab es ja mehrere. Oh, ich denke mal, ich habe es genauso wie du gemacht, aber ich kann jetzt auch nicht sagen. Okay. Ich habe jetzt mal kurz übersprungen den letzten Dialog, dass wir dann beide speichern. Okay, alles klar. Jetzt muss ich noch? Ja, muss noch speichern. Okay. Okay. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir jetzt erstmal essen. Ja. Haben wir eigentlich einen Shipping-Namen? Wixi. Nein. Also, ich dachte eigentlich irgendwas mit dir am Anfang. Winxi? Winxido? Was? Winxido? Winxido? Nein. Winxido? Nee, oder? Aber irgendwas in der Art hatten wir da schon. Axt. Und meine Axt. Okay. Nee, Exitail. Exitail war es, hatten stimmt. Wir. Ja, wir hatten Exitail. Exitail stimmt wegen. Window. Und mehrere davon sind Windows. Okay, also ich würde sagen, ja, dadurch, dass Winditail ist jetzt. Exitail.
Exitel. Ja. Und, ja, weiß ich nicht. Machen wir danach noch irgendwas oder reicht's für heute? Na, ich würde erstmal essen. Erstmal essen und dann sehen wir. Also, mal sehen, vielleicht machen wir jetzt danach noch was und vielleicht mal eine Party, vielleicht Leben, vielleicht Cuphead. Mal sehen. Ach nee, Cuphead ist ja langweilig. Ja. Mal sehen. Ja, dann. Erstmal tschüssi. Tschüssi.